Wittingau. Willkommen in Wittingau, einer der schönsten Kurstädte in Südböhmen, die sich einer reichen Geschichte und zahlreicher Kultur- und Naturschönheiten rühmen kann. Für Kuren ist das Land um Wittingau geradezu vorbestimmt, dank seinem ungewöhnlich natürlichen Reichtum an hochqualitativen Badetorf und Moorschlamm, deren Heilwirkungen, insbesondere auf dem Bewegungsapparat, seit Menschengedenken von den hiesigen Einwohnern und den Besuchern der Stadt genutzt werden. Die erste Kurheilstätte in Wittingau, dem heutigen Bertha-Bad, wurde vom Lehrer Václav Hucek erbaut. Die dortige Behandlung rheumatischer Leiden war so erfolgreich, dass der Bau eines neuen Kursanatoriums folgte, Bad Aurora. Die heutigen Kuranwendungen gründen sich in Bad Wittingau auf einer Kombination von Moorbädern und Packungen mit Handmassagen, Hydrotherapie und physikalischen Behandlungsmethoden. Ein einzigartiges technisches Denkmal ist die vom Architekten Kotjada selbst stammende Replik seines Wasserturms im Prager Wasserwerk Michle. Die Besucher erwarten hier eine Ausstellung über die Geschichte der Wasserversorgung und Exponate zu lamaistischen Kulturen. Wittingau ist eine der kulturverheißende Stadt. Nur wenige Orte in Tschechien können sich mit einer so alten und reichen Theatertradition rühmen, deren Flaggschiff das hiesige Josef Kajetan Dill Theater ist. Wittingau ist auch der regelmäßige Austragungsort des internationalen Trickfilmfestivals Anifilm und auf ihre Kosten kommen hier ebenso Musikliebhaber, zum Beispiel beim Multigenre-Festival rings um Wittingau. Ungewöhnliche Erlebnisse bietet auch das alljährliche historische Jakob Grzin-Fest, das sie mit zeitgenössischen Märkten und Fechtvorführungen in die Vergangenheit zurückversetzt. Das Land um Wittingau ist ein Paradies für in der Natur verbrachte Freizeit, insbesondere für sportlich Veranlagte, seien es nun Inlineskater, Radfahrer oder Liebhaber von Wasser- und Adrenalinsport. Ein wichtiges Ereignis für Sportbegeisterte ist die Eröffnung der Radfahrsaison unter dem Namen Trebonská Šlapka. Die Umgebung ist von einem Netz an Lehrpfaden und markierten Wegen für Wanderer und Radwanderer durchzogen, die häufig auf Teichdämmen mit herrlichen alten Bäumen führen. Nur hier können Sie an einem Tag eine Reise um die Welt machen. Und das lohnt sich doch. Wissen Sie schon, in welches Heilbad Sie dieses Jahr in Urlaub fahren? Versuchen Sie Wittingau. Dieser Spot wird von der Europäischen Union im Rahmen eines integrierten operationellen Programms kofinanziert.